Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen. Häufig fragen meine Lernenden mich, wie Pflichtverletzungen gegen haushaltsrechtliche Vorschriften geahndet werden können. Deswegen gucken wir uns heute mal den Straftatbestand der Haushaltsuntreue in Form des sogenannten Treuebruchs an. Das Haushaltsrecht ist kein Papiertiger, sondern die Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen. Zu unserem Fall. Der B ist Bürgermeister der Gemeinde G in Nordrhein-Westfalen. Er ist Diplomkaufmann. Von einem Konzern werden der Gemeinde G Warengutscheine im Wert von 20.000 Euro für besonders bedürftige Familien gespendet. Der B nimmt die Warengutscheine in Empfang. Er versäumt es, den Vermögenszugang dem Rat der Gemeinde G mitzuteilen. Ein Nachtragshaushalt oder außerplanmäßige Erträge oder Aufwendungen wurden nicht beim Rat beantragt. Der B veranlasst auch keine Eintragung in den Büchern der Gemeinde. Die Warengutscheine teilt er selbst bei öffentlichen Veranstaltungen aus, die Presse berichtet darüber. Die Warengutscheine erreichen ausschließlich besonders bedürftige Personen. Und jetzt die Frage: Erfüllt das Verhalten des B den Tatbestand der Untreue durch sogenannten Treuebruch, § 266 Absatz 1, zweite Alternative, Strafgesetzbuch? Und wenn wir Straftaten prüfen, dann gehen wir nach einem Schema durch, das aus vier Schritten besteht. Erstens dem sogenannten objektiven Tatbestand. Also ist der Wortlaut der Strafvorschrift hier erfüllt. Zweitens der sogenannte subjektive Tatbestand. Also wusste und wollte derjenige das denn auch? Dritter Schritt die sogenannte Rechtswidrigkeit. Also Frage nach Gründen, die das Begehen eventuell rechtfertigen können, so wie Nothilfe oder Notstand, kennt er vielleicht. Und als letzter Prüfungsschritt die sogenannte Schuld, also ob das Verhalten persönlich vorwerfbar ist. Kommen wir also zum objektiven Tatbestand, Teil 1 unseres Prüfungsschemas. Ja, da ist die erste Frage die nach der sogenannten Vermögensbetreuungspflicht. Der B, Treuenehmer, müsste die Verpflichtung haben, das Vermögen der Gemeinde G, der sogenannte Treuegeber, zu betreuen. Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen vertreten ihre Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Das steht in § 62 Absatz 1, Sätze 2 und 3 und in § 63 Absatz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen. Die Führung der Bücher ist ein elementares Verwaltungsgeschäft. Bürgermeister unterliegen als Wahlbeamte außerdem einer besonderen Treuepflicht. § 62 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung und § 118 Absatz 2 Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 34 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes. Da stehen die Dienstpflichten nämlich drin. Weiter geht es im objektiven Tatbestand mit der Frage, ob hier eine Pflichtverletzung vorliegt. Der B müsste eine ihm obliegende Pflicht aus der Vermögensbetreuung verletzt haben. Er ist verpflichtet, den Rat über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten, § 62 Absatz 4 der Gemeindeordnung. Ein Vermögenszugang ist zweifelsfrei eine wichtige Gemeindeangelegenheit. Hier ging es ja um 20.000 Euro. Nicht geplante Zu- und Abgänge sind als außerplanmäßige Erträge oder Aufwendungen zu behandeln. Vergleiche § 83 Absätze 1 und 2 der Gemeindeordnung. Spezifische haushaltsrechtliche Pflichten ergeben sich außerdem aus § 28 Absätze 1 und 2 und § 34 Absatz 1 Satz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen.
Sie sind Ausfluss der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere der Pflicht zur rechtzeitigen und vollständigen Buchung aller Geschäftsvorfälle. Laut Sachverhalt hat der B die Pflicht zur Unterrichtung des Rates ebenso verletzt wie die Pflicht zur rechtzeitigen und vollständigen Buchung von Zugängen. Das Vermögen ist der Aufsicht und Kontrolle des Rates damit entzogen. Der Rat ist dadurch an der Ausübung der Budgethoheit § 78 Absatz 1 der Gemeindeordnung gehindert. Durch die fehlenden Zugangsbuchungen ist auch eine nachträgliche Ermittlung der Zugänge durch den Rat oder seine Gremien unmöglich. Nächster Schritt im objektiven Tatbestand, der sogenannte Vermögensnachteil. Der Gemeinde G müsste durch die Pflichtverletzung ein Vermögensnachteil entstanden sein. Dazu ist keine konkrete Entreicherung, also Abgang von Geld oder Vermögen, oder zweckfremde Verwendung nötig, um den Tatbestand zu erfüllen. Es genügt ein abstrakter Vermögensnachteil dadurch, dass der Treuenehmer, hier B, die Vermögenswerte der Kontrolle durch den Treuegeber, also die Gemeinde, ohne dessen Einwilligung entzogen hat. Das Schwergewicht der Pflichtverletzung liegt im Unterlassen der Offenbarung der Vermögenswerte. Der Vermögensnachteil entsteht schon mit der Einrichtung und Führung einer solchen schwarzen Kasse, denn die Vermögenswerte sind damit dem Treuegeber dauerhaft entzogen. Eine Kontrolle und Aufsicht wurde von B dadurch ausgeschlossen. Das stellt eine dauerhafte Entziehung der sogenannten Vermögensverfügung dar, also einen endgültigen Verlust. Vergleiche hierzu auch Bundesgerichtshof, 2. Senat für Strafsachen, in der Entscheidung 291 aus 2019, Link in der Beschreibung. Zweiter Teil unseres Prüfungsschemas, der sogenannte subjektive Tatbestand. Also wusste und wollte der B um seinen sogenannten rechtswidrigen Erfolg. Der B müsste um den rechtswidrigen Erfolg der schwarzen Kasse gewusst und diesen gewollt haben. Sein Amtseid impliziert das Wissen um seine rechtliche Verpflichtung, Zugänge am Gemeindevermögen zu offenbaren und nicht zu seiner eigenen Verfügung bereitzuhalten. Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass dem B als Diplomkaufmann die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere die Pflichten zur rechtzeitigen und vollständigen Aufzeichnung, bekannt sind. Der Wille zum rechtswidrigen Erfolg ist hier ebenfalls gegeben, denn der B hat die Warengutscheine ja selbst in der Öffentlichkeit ausgeteilt. Es liegt also mindestens bedingter Vorsatz vor. Den dritten und vierten Teil unseres Prüfungsschemas, Rechtswidrigkeit und Schuld, können wir in unserem Beispiel relativ zügig abhandeln. Zuerst mal die sogenannte Rechtswidrigkeit. Die Tatbestandsmäßigkeit impliziert die Rechtswidrigkeit. Strafvorschriften sind Verbote, wenn die also erfüllt sind, gehen wir davon aus, es war rechtswidrig. Rechtfertigungsgründe sind laut Sachverhalt auch nicht ersichtlich. Zur Frage nach der Schuld, also der persönlichen Vorwerfbarkeit. Der B handelt ohne Schuldausschließungsgründe, wie sie zum Beispiel im § 20 Strafgesetzbuch enthalten sind. Folglich ist das Verhalten ihm persönlich zuzurechnen. Vorwerfbar, könnte man auch sagen. Verfolgungs- oder Strafausschlussgründe gibt es ja auch nicht, also es liegt keine Immunität oder Indemnität vor. Stellt sich folglich nur noch die Frage danach, wie wird denn das bestraft? Nach 266 Absatz 1 Strafgesetzbuch ist die Folge Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Der B handelt aber ja hier als Bürgermeister. Das macht ihn im strafrechtlichen Sinne zum Amtsträger, der hier seine Befugnisse missbraucht. § 11 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch, da der Buchstabe A, in Verbindung mit § 62 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung und § 118 Absatz 2 Landesbeamtengesetz. Bürgermeister ist Wahlbeamter, also
Amtsträger. Und damit liegt ein besonders schwerer Fall der Untreue vor, nämlich nach 266 Absatz 2 in Verbindung mit 263 Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 Strafgesetzbuch. Und dann ist die Folge Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Paragraph 263 Absatz 3 Satz 1 StGB. Na, ihr seht, liebe Faultiere, haushaltsrechtliche Dienst- und Treuepflichten zu verletzen, das kann schwerwiegende juristische Folgen haben. Deswegen, Haushaltsgrundsätze und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung kennen und richtig anwenden. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.